Afrikaner flüchten nach Europa. Sie wollen aus ihrem Kontinent weg, weil sie dort keine Zukunft mehr sehen. Leider kommen auf dem Weg dorthin viele ums Leben. Ich denke, wir Europäer könnten den Afrikanern die beste Hilfe bieten, wenn wir ihnen helfen, in ihrem eigenen Land eine Zukunft zu bauen. Ich bin nach Afrika gekommen, zwar nach Uganda, um ein ganz besonderes Projekt der Entwicklungshilfe kennenzulernen. Es ist Vision for Africa. Ich habe die Gründerin dieses Projekts bei mir, Maria Brehan. Hallo Maria. Grüß dich, Gott. Hallo. Wir sind zwei Tiroler, auch Maria ist aus Tirol. Maria, du bist mit 60 Jahren, glaube ich, von Tirol nach Afrika gezogen, um hier etwas Besonderes zu beginnen. Warum hast du das gemacht? Eigentlich war das nicht meine Idee, sondern so um den 60. Geburtstag herum haben mehrere Freunde immer wieder gesagt, jetzt musst du das langsam abdanken und anderen Raum geben. Aber ich dachte, ja, ich habe keine Ahnung, dass ich jemandem den Raum wegnehme. Und dann habe ich nur gesagt, ja Herr, was willst du? Und dann war ich bei einer ganz gesalbten Konferenz in Amerika und habe gesagt, Lord, shall I retire? Herr, soll ich in Pension gehen? Und dann habe ich ganz klar gehört, no Maria, refire. Nein Maria, krieg neues Feuer. Und dann habe ich gewusst, es ist was Neues für mich da. Und kurz danach haben sich dann so viele Ereignisse aneinandergereiht und ich wusste, Gott will mich in Afrika. Und das war für mich das Letzte, wo ich hin wollte. Denn ich habe mich sehr geschämt über die Schulden, die unsere Vorfahren hier hinterlassen haben, mit Kolonialismus und Sklaverei und auch sonst, mit der Einstellung gegenüber Afrika. Ich habe gesagt, Herr, überall, auf den Nordpol kannst du mich schicken, aber bitte nicht nach Afrika. Und er hat gesagt, ich schicke dich als Segen. Daraufhin habe ich gesagt, okay Herr, als Segen gehe ich. Hatte aber keine Ahnung, was er damit vorhatte. Und ich glaube, das war gut, weil wenn er was gesagt hätte, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Nie hätte ich geahnt, dass Gott mit schwachen Weibern sowas umsetzen kann. Aber ich habe mir vorgenommen, und das ist auch im Wort Gottes, im Epheserbrief 2,10 steht, dass wir Gottes Werkzeug sind, um die Werke zu tun, die er jeden Tag vorbereitet hat. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich gehe, aber du musst jetzt alles vorbereiten und mich Schritt für Schritt führen. Dann habe ich jeden Tag nur gemacht, was er gesagt hat und das Ergebnis ist für mich überwältigend. Ich bin genauso schockiert mit Freude und Staunen wie jeder andere, was Gott tut, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Aber das habe ich gesagt, der Herr hat gesagt, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren, was er gemacht hat, damit er alles sein kann. Ich habe nur gesagt, Herr, verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und gib mir Freude. Und ich habe die Fülle der Freude und ich bin wirklich begeistert von meinem Gott, der für den wirklich nichts unmöglich ist. Und vor allem liebt er die Armen und er liebt die Witwen und er liebt die Waisen. Ein Lehrer von uns hat in der Schule vor nicht langer Zeit einmal zu den Schülern gesagt, wisst ihr Kinder, Gott hat die Armen sehr lieb. Und da hat der Bub aufgehoben und hat gesagt, hat er deshalb so viele davon gemacht? Das ist afrikanische Logik. So, also ich bin selbst total überrascht, dass also erst mit 60 meine Berufung richtig durchgebrochen ist, für die ich gebetet habe. Ich habe als junger Mensch gebetet, Herr, lass mich nie sterben, ohne dass ich weiß, wozu du mich auf die Erde gesetzt hast. Heute weiß ich es. Damals habe ich nur immer Prophetien bekommen, dass ich eine Mutter für die Nationen bin. Habe ich mir schwer vorstellen können, ohne Kinder, weil ich nie ein Kind geboren habe. Aber jetzt nennen mich über 12.000 Kinder Mama Maria. Und das macht mich sehr glücklich und ich bin extrem dankbar, dass Gott noch mit 60 mit mir einmal durchgestartet ist. Jetzt habe ich dann bald meinen 80er und glaube noch lange nicht, dass ich am Ende bin. Ja. Ja, Maria, welche Ziele hast du noch jetzt in nächster Zukunft? Ja, wie gesagt, ich habe nur die Ziele, die Gott hat. Was er mir bisher gesagt hat, ist, dass ich mit 80 eine Mittelschule für 2000 Kinder einweihen darf. Wir haben jetzt über 1200 Kinder in verschiedensten Mittelschulen in ganz Uganda. Die holen wir dann alle zusammen. Und dass wir diese Schule auch kombinieren sollen mit einer Ausbildung für Landwirtschaft. Weil hier die Meinung besteht,
dass jeder, der in der Landwirtschaft arbeitet, zu blöd ist für irgendwas anderes. Und das wollen wir eliminieren. Denn der Herr sagt, wir sollen uns die Erde untertan machen. Und Uganda ist in erster Linie ein einmaliges Land für Landwirtschaft. Und dann habe ich noch vom Herrn den Auftrag bekommen, in Karamoja, im höchsten Norden bei den Allerärmsten, zu helfen, damit die aus ihrer Hungersnot kommen. Und da spüre ich eine ganz enorme Salbung von Gott, dass hier wirklich Menschen eine ganz neue Denkweise bekommen. Bisher waren sie Nomaden mit vielen Kühen, die sie hunderte von Kilometern müssen weitertreiben, damit sie wieder Wasser finden und Gras. Aber jetzt vertrauen wir, dass wir mit Regen, we call it rain harvesting, also dass man den ganzen Regen, den es 4-5 Mal im Jahr gibt, aber dann massiv dort behalten durch riesige Staudämme und Staubecken. Und dass das Land dann, es ist nämlich ein vulkanischer Boden, dass es ein Agrarland wird und diese Menschen nicht mehr herumbummeln müssen überall und Kinder verlieren und auch, also es großen Gefahren ausgesetzt sind. Und da bauen wir ja gerade jetzt einen Kindergarten für 300 Kinder und ein Headquarters, eine große Kirche, die viel Zweckhalle sein wird für Schulungen, aber auch, dass wir Ärzteteams hinbringen. Es gibt viele Menschen, die dort große Probleme mit den Augen haben. Und auch sonst. Also ich, und wer einmal dorthin kommen möchte, der wird sehen, dass er wie ins Alte Testament marschiert. Das sind Menschen, von denen man auch noch glaubt, dass viele Wurzeln bei King Salomon haben und der Königin Sheba. Und ich möchte auch ihr DNA prüfen lassen. Ich glaube, dass da sehr viele jüdische Wurzeln haben und auch ein bisschen hartnäckig sind, das sind auch die Juden, ja, aber äußerst liebenswert. Und das erste Mal, wie ich dort war, habe ich gesagt, du bist der Moses, du bist der Abraham, du bist der Jakob. Die Titel haben sie heute noch. Aber es sind Menschen, die mir sehr zugetan sind. Sie haben mir jetzt auch einen neuen Namen gegeben, Nakiru, das heißt Regen und Segen. Und Gott sei Dank, wie ich das letzte Mal dort war, letzte Woche hat es wieder, wie ich gefahren bin, hat es 2 Tage geschüttet, was noch runter konnte. Leider haben wir das noch nicht sammeln können. Aber weil wir noch nicht die nötigen Bedingungen haben. Aber ich vertraue, dass Gott uns hier einen Durchbruch gibt. Wirklich bei den Ärmsten der Armen. Keiner will dahin, weil es nur eben Probleme gibt. Aber Gott hat uns jetzt dorthin gesandt und wir sind voller Freude, weil wir wissen, er wird alles dazu geben, was wir brauchen, um dieses Land zum Blühen bringen. Es wird jetzt sogar eine Gruppe von Israelis mit mir dorthin ziehen, die Wüste dort zum Blühen bringen mit dem Tropfsystem. Wir haben schon 12 Brunnen jetzt gegraben und alle geben gutes Wasser. Und da wollen wir anfangen mit großer Landwirtschaft. Also ein Leben mit Gott ist alles eher wie langweilig, wenn er der Chef sein darf. Wenn er uns angeben darf, was wir zu tun haben. Nicht wir ihm sagen, was er tun soll für uns. Ja. Viele Menschen wollen Gott nachfolgen in einer beratenden Haltung. Gott braucht keine Berater, er braucht Diener. Er braucht solche, die sagen, Herr, hier bin ich, verwende mich. Und dann marschieren. Danke, Maria. Du hast mich sehr beeindruckt. Du bist für mich eine sehr bedeutende Frau in dieser Zeit. Und du bist die, die mir auch besonders im Glauben stärkt, dass es vor allem Jesus ist, der uns bewegt, dass wir uns mit voller Kraft für unseren Mitmenschen einsetzen. Yeah. Akumansee, yeah.